Ja, ich habe jetzt lange drauf gewartet, aber mein Aquarium ist heute angekommen. Janina macht gerade ihr Pilzmittel fertig. Weil einer der Guppies hat leider ein bisschen Pilz, das kann ich euch gleich mal zeigen mit der anderen Kamera. Aber jetzt hat sich der Marvin erstmal noch eine Stunde hingelegt zum Haien und danach fahren wir nach Remscheid und holen das Aquarium ab. Ich freue mich voll. Wo ist das Guppini? Da. Ach, da ganz oben ist er. Da. Der hat einen weißen Kopf, der soll normal nicht sein. Genau, das sieht man aber jetzt leider so schlecht. Vielleicht sieht man es, wenn man... Ne, die Wasserbewegung ist zu hoch. Da sieht man es nicht so. So minimal. Also, wenn ihr es erkennen könnt, so ein bisschen sieht man es. Soll ich auch ein bisschen ins Babybecken reintun? Meinst du hier? Ja. Ja, vorsichtshalber. Also, wir haben hier einmal das gelbe Guppi-Männchen. Da. Und dann haben wir hier zwei dicke Weiber. Da hinten seht ihr eins. Hier ist eins, haben wir da reingemacht. Was soll ich das denn da? Ich brauche drei Hände. Und wir haben einen Wasserwechsel gemacht und die... Es wird grün. Ist das halt? Ja. Ja, das ist das Pilzmittel. Jetzt ist das Wasser... Präparat 1 von 2. Präparat 1 von 2. 2 kommt noch. Sieht ja schon sehr interessant aus, ne? Mhm. Sieht aus. Obwohl, ich muss die Zeit schon so ausmachen. Ich muss die Augen wieder neu einstellen. Ja. So, alles aus. Weil wir den Tipp gekriegt haben, dass das so besser funktioniert, wohl, wenn das Licht aus ist. Ich zeige euch mal eben Dennis sein Aquarium. Ihr habt ja eben gesehen, dass es aufgeräumter war, das Aquarium. Oh, meine Linse ist dreckig, bemerke ich gerade. Hier, Dennis sein Aquarium. Da haben... Oh. Hier haben wir auch einen 50% Wasserwechsel gemacht. Man sieht, dass es viel klarer ist, direkt das Wasser. Ich habe dann hier auch schon mal ein paar Setzlinge deponiert. Wir haben nämlich auch ein paar Pflanzen beschnitten, wie man sieht hier. Das ist aber alles mit Dennis da. Hallo kleiner Barsch. Die sind voll neugierig. Und das Fischchen hat der Dennis auch neu. Jetzt ist er wieder verschwunden, da hinten. Diese süßen kleinen Barsche hat der Dennis auch neu. Ich weiß gar nicht, ob ihr die schon gesehen habt. Njum. Da ist nochmal der neue. Da ist er. Ja, und hier unten, da seht ihr meine Wasserpflanzen. Die haben schon da einen Schwimmring. Für Dennis haben wir auch einen Schwimmring gemacht. Der sackt aber leider ein bisschen ab. Da sind ein bisschen viele Wasserpflanzen. Ja, und hier vorne die kleinen, so die hier. Rüber so und hier die roten, das sind alles meine Pflanzen, die ich nachher in mein Aquarium tue. Ja, wie man sieht, es ist sauberer ein bisschen. So, hallo, da ist er wach. Er ist endlich wach und jetzt können wir auch losfahren. Ist die Kerze da auch aus? Okay. Ja. So. Nehmen wir hier die Körbchens mit. Körbchens, Körbchens. Und jetzt gehen wir noch das Auto umbauen, weil das eventuell ein bisschen groß ist. Das gilt eigentlich. Die Tasche ist noch oben. Das ist gut. Die Tasche hängt über dem Stuhl. Wir gehen schon mal Auto umbauen.
geholt. Da sind die ganzen kleinen Pflänzchen drin. Da ist das Aquarium. Und wir machen jetzt zu. Ich habe erstmal das Wasser gebrochen. Das kriegst du jetzt. Ja, ich will jetzt erstmal eben. Wasser, Wasser. So. Es ist heute viel zu warm. So. Gut, dass es jetzt erst anfängt zu regnen, wo wir fertig sind mit allem. Wasser, Wasser. Wasser, Wasser. Wasser, Wasser. Wasser, Wasser. So. Zugezogen gehabt. Männchen! Aber ich glaube, ich müsste so gerade mithelfen. Dann gebe ich der Janina die Pflänzchen. Kannst du den Schrank nehmen? Ich wollte gerade sagen, dann nehme ich den Schrank und ihr nehmt das Aquarium. Guck mal hier, der Marvin hat direkt die Gärte mit. Damit er uns direkt auspeitschen kann. Ja, so. Der muss selber schleppen. Die braucht das. Ja, hallo ihr Lieben. Los. Hallo. Wir sind wieder zu Hause. Ich war noch nie weg, noch zu arbeiten. Und ja, hier vorne läuft gerade die Lulu rum. Die Janina sitzt hinter der Kamera. Hallo. Ganz komisch. Ganz guckt total irritiert. Wir haben mein Aquarium heute holen können. Endlich, nach 3 Wochen Wartezeit. Am schwülsten Tag der Woche. Gefühlt, ja. Es ist der schwülste Tag. Ja. Ihr habt ja schon gesehen, es hat geregnet, wie wir zurückgefahren sind. Das ist mein Aquarium. Oh, die Katze. Das ist mein Aquarium. Das Rio 125 von Reveal. Hier, wo wir drauf sitzen, ist der Schrank. Ist der Schrank. Ja, da hoch. Den haben wir jetzt mal missbraucht zum Sitzen. Genau, den haben wir jetzt mal missbraucht zum Sitzen. Und der Dennis möchte gerne den Schrank zusammenbauen. Hab ich eigentlich schon bei 2 anderen Juwel-Aquarien gemacht. Ich hätte das jetzt auch alleine gemacht, aber nein. Ja, auf jeden Fall bauen wir den hier jetzt zusammen, den Schrank. Das schieben wir erst noch an die Seite, das kommt nämlich später erst. Ja, das wäre sinnlos, wenn du das jetzt voll machst. Dann haben wir nämlich nur nachher noch mehr. Ich meine auch später erst auspacken. Auf jeden Fall schieben wir dieses Aquarium jetzt erstmal beiseite. Wander. Im Dachboden ist das übrigens. Ja, Dachboden. Steht da unten, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Und ich habe hier. Ja. Dachboden. Ja, und meins ist hell, so? Hier sind meine kleinen Pflanzen. Meins ist hell.
Hier sind meine kleinen Pflanzis. Die große Pflanze, die ich mitgenommen habe, die habe ich im Badezimmer im Waschbecken in der Tüte, da habe ich das reingemacht. So, alles. Mein Allzeithelfer, das ist ja doch schön jetzt. Ab geht's. Warte. Okay. So, das Aquarium kommt da hinten in die Ecke. Oh, ja, sehr schön. Oh, das war 20. Das ist komplett zusammengeklebt, ne? Das ist ziemlich schwer. Tada! Ich mach mal die Folie ab. Juwel! Nein, wir sind nicht gesponsert! Nein, sind wir nicht. Wir sind einfach nur davon überzeugt, dass Juwel eine gute Marke ist. Das ist richtig. Auch wenn uns mal davon abgeraten wurde? Ja, es war sehr lustig. Wir kamen in den Laden und da wurden wir dann gefragt, was wir denn für Aquarien hätten. Von Juwel, die Standarddinger. Sagte der Typ uns, ja gut, Juwel verkaufen wir hier nicht. Das hätte Qualitätsgründe. Okay, kann man mal machen. Ich finde, das ist eine gute Qualität. Finde ich auch. Da, wo wir das jetzt geholt haben, aus Remscheid, die sagen auch, Juwel ist auch gut. Also. Vor allem nichts made in China oder so. Make in Germany. Alles made in Germany. Oder Europa. Nichts irgendwie in China her. Nicht unbedeutend. Ja, jetzt hör auf zu mir. Du hast heute schon genug gemietet, habe ich gehört. Ja! Mach es mir nicht kaputt! So, also direkt drauf. Nein, das ist mein Hättest du die Bubble da hinten? Koch weiter, Mann! Hier heißt es nicht Koch weiter Frau, hier heißt es Koch weiter Mann. Ja, Marvin ist nämlich derjenige, der hier bei uns zu Hause kocht. Ist die Chefkoch, irgendwann kaufe ich dich in so eine lange Mütze. Nee, am besten. Ich hätte gerne Schürze, dann brauche ich wenigstens keine Hose mehr beim Kochen. Oh! So, setz mich jetzt einfach hin. Ach, nein. Oh, guck mal zu. Er will den Schrank hier zusammenbauen. Das könnte dauern. Da ist das Tool. Brauchen wir für dich ordentlich draußen. Ja, okay. Ja, toll, Papas. Das haben wir nicht mehr. Da habe ich das mit dem Akkubohrer gemacht. Wuhu, Handarbeit.
Oh, oh, hui! Ja, da muss man auch noch ein bisschen aufhören. Ja, da steht es nun fix und fertig. Nur das Aquarium mit Unterschrank, Beleuchtung und Filter. Wie es weitergeht, werde ich euch dann im nächsten Vlog oder im nächsten Vlogteil zeigen, was ich da mache, beziehungsweise wie ich das Bäumchen beklebe. Da kommt nämlich noch ein Bäumchen rein. Bekleben im Sinne von Pflanzen draufkleben, wie ich das Ganze an sich einrichten werde. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschaut. Tschüss.